Dieser Baumstumpf soll ein 8-jähriges Kind getötet haben. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Junge aus einem der Wohnhäuser mit seinem Fahrrad im Innenhof entlang, als ihm plötzlich der Holzstumpf am Kopf trifft. Bei dem Baumstumpf selbst handelt es sich um ein Teilstück eines zersägten Baumstummes, etwas größer und auch vom Durchmesser etwas dicker. Für den Jungen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch am Unfallort. Ein anderes Kind, das ebenfalls auf dem Fahrrad unterwegs war, wurde nicht verletzt. Eine Notfallseelsorgerin kümmerte sich um die Angehörigen des Jungen und auch um Polizisten, denen der Anblick des toten Kindes schwer zugesetzt hatte. Noch gibt es keine Erkenntnisse zur Ursache. Es ist fraglich, aus welcher Höhe der Holzstumpf hier fiel oder ob er eben auch geworfen wurde. Das festzustellen, dafür sind jetzt auch Techniker der Spurensicherung am Ort. Bereits am Abend befragten die Ermittler Anwohner. Niemand wurde in das Gebäude herein oder herausgelassen. Laut einigen Anwohnern sollen bereits in der Vergangenheit immer wieder Gegenstände aus Wohnungen und von Balkonen geworfen worden sein.